Entschuldigung. Kein Problem, können Sie ja dafür nichts für die Kopfschmerzen, oder? Mhm. Gut, dann lege ich Ihnen einmal Handschellen an. Gerne. Flops. Dann zeige ich Ihnen einmal meine Dienstmarkers über die Schulter, ja? Ja. So, oder? Sehen Sie. ST04, okay. meine Dienstnummer. ST04. Ja, SD, Dora, für Sheriff Department. Aha, okay. Okay, gut. So, dann werde ich Sie mal kurz abtasten. Haben Sie irgendwelche Gegenstände bei sich, die mich irgendwie verletzen können, wenn ich da jetzt herumwühle? Nein. Nein, sehr schön. Falls Sie eine Cola trinken möchten, ich habe noch eine in der Tasche. Okay, passt. Gut. Ist das Ihr Motorrad? Ja. Haben Sie irgendwas im Motorrad drinnen? Backstaschen oder so? Getränke, ja. Das war's. Ja. Ist das offen, das Motorrad? Nee. Okay, dann gehen wir mal zum Motorrad, dann mache ich Ihnen kurz die Handschellen auf. Dann machen Sie das Motorrad auf. Okay. Also sperren Sie es auf, ja? Darf ich kurz meine Maske absetzen? Das können Sie dann gleich machen, wenn ich Ihnen die Handschellen ablege, ja? Alles klar. Weil ich glaube, mit verbundenen Händen ist das recht schwer. Deswegen frage ich. Gut. Ja. So, dann können Sie die Maske mal abnehmen. Sehr schön. Und das Motorrad einmal aufsperren. Ja. Gut. Können Sie reinschauen. Dadurch, dass wir jetzt gleich ins Auto einsteigen, lege ich Ihnen mal lockerere Handschellen an, okay. Einmal mitkommen. Kollege, du schaust doch mal das Motorrad bitte an. So, und dann einmal den Griff bitte etwas länger halten, dass Sie auch hinten einsteigen. Achso, haben Sie gemütlich hier drin. Ja, wir haben es gemütlich drin, aber es sieht draußen nicht so. Mit Popo-Heizung, ne? Gut, probieren Sie es vorne, setzen Sie es halt vorne, ja. Bevor Sie mir da hinten draußen hängen mit den Handschellen. Ja, daher? Ja, was denn? Einmal runter. Wie runter? Die hängen bei mir auf der Seite. Okay. Deswegen gehen Sie mal nach vorne und setzen Sie sich einfach vorne rein, ja. Boah, darf ich das? Ja, dürfen Sie vorne sitzen. Bei dem Auto ist es halt echt. Ja. Vielleicht noch das Motorrad zusperren, da ist nichts Verdächtiges drin. Die Mechaniker, die kommen ja eh schon, ne? Achso, okay, ja, gut. Darf ich denn mein Motorrad abschließen? Das kostet Geld. Die Herren. Und wir sind Umweltverschmutzung. Haben Sie einen Schlüssel vom Burrito daher, in schwarz? Nee. Ja, nein, welcher jetzt? Die. Nee, ich habe keinen nur einen Schlüssel vom Motorrad. Das würde ich gerne abschließen wollen. Gut, dann gehen wir nochmal zum Motorrad und schließen Sie es ab. Danke. Ich möchte gerne die Burrito nochmal ausmachen, weil wegen Sprit, Umweltkosten, das ist alles nicht so gut. Ja, dann können wir mal. Helfe ich mir mal mit dem Schlüssel hier? Ja. Passt? Dankeschön. Gut, passt. Dann gehen wir jetzt wieder zum Auto zurück. Leute, da ist eine Knarre drin, Digga. Unmenschen hier. Und er macht kein Auge, was für ein Ehrenmann. Ja gut, als Fahrer... Er hat Handschellen an und fährt. Das Fahrzeug war aus. Haben Sie ihn überhaupt Handschellen angelegt, wenn er wegfährt? Ja. Glaub nicht, dass er so ein Superman ist. Haben Sie die Handschellen angelegt oder der Kollege? Ja, wir schauen jetzt mal in die Umgebung, wenn der irgendwo in der Pampa steht. Oh, was? Sie wollen jetzt noch hier rumfahren? Ja, sicher, sonst. Dann platzen wir aber gewaltig der Beutel. Oh. Und wie geht's Ihnen? Oh, ganz gut. Nur, dass ein Herr mit gelockerten Handschellen fahren kann, wundert mich immer noch. Aber ja. Haben Sie die jetzt angelegt oder der Kollege? Ich habe sie angelegt gehabt. Ach so. Na, haben Sie den vorher durchsucht, kontrolliert? Nein, dadurch, dass eben mehrere waren und Sie danach aber erst nachträglich Kopfschmerzen bekommen haben, habe ich den nur mal reingesetzt und dann haben wir auf Sie gewartet gehabt eigentlich, ne? Naja, vielleicht hat er was in den Taschen gehabt, eine Klammer oder so. Ich meine, gelockerte Handschellen, da kann man sich noch gut drin bewegen, oder? Ich will ihn jetzt nicht schützen oder so, aber... Handschellen sind auch klappbar. Ist klar, aber nicht wenn man sich hinten drüber. Vielleicht müssen sie sich mal Kabelbinder besorgen, die sind nicht so leicht zu lösen. Kabelbinder sind leichter zum Lösen als Handschellen. Sicher? Ja. Ich habe mal im Fernsehen gesehen, dass Handschellen leicht zu lösen sind mit einer Klammer. Gut, dann gehen wir mal. Ich gehe mal davon ab, dass ich Ihnen die Handschellen wieder zuziehe. So. Wie Sie wollen. Mit dem Fahrrad hier links werde ich jetzt wohl nicht flüchten. Ne? So, dann nehmen Sie da erstmal Platz, ja?
Oh, ich setze mich am besten auf diese durchgesetzte Stelle. Ja, setzen Sie sich einfach mal hin. Was? Gibt's hier eine Toilette? Negativ. Negativ? Müssen Sie einmal raus im Busch. Nee, muss er nicht, da hat noch Handschellen dran. Oh! Ja, gut. Nehmen ich, mal die. Ich. Ja, wer mag keine Frau mit schweren Geräten? Wow. Glaub, ich muss doch nicht mehr. War also, ich fand den. Eigentlich schlecht und gut. Darf ich denn jetzt pissen? Wenn Sie nochmal fragen, dann in 10 Minuten. Wenn Sie nicht nochmal fragen, in einer Minute. Gut, dann stehen Sie einmal auf. Ja. So, dann drehen Sie sich mal kurz um. Ja. So, mache ich mal die Handschellen auf und dann zeigen Sie mal den Personalausweis. Ja. Kriegen Sie. Oh, wo hab ich die denn? Hier, da. In der Tasche. Gut. Ja. Gut, Herr Winkel. Ja. Da ist die Tür, Sie kriegen eine Verwarnung, es wird in die Akte eingetragen, sollten wir Sie nochmal auffinden mit einer Maske, wird es ja, maximal Strafe regnen. Ja, tut mir leid. Oh, ich muss kein Problem. Da ist die Tür, suchen Sie sich einen Busch. Viel Spaß. Jo, danke, tschüss. Hallo, hässlich! Hallo! Was? Hi, was geht? Warum bist du denn hässlich? Weil, weil er hässlich heißt. Weil ich so heiß. Wer? Oh, oh, hallo, warum? Hässlich! Hi! Hallo, hässlich! Oh, wir müssen mal Motorrad holen. Okay. Weil da sind meine Zigaretten drin. Soll ich dir eine geben? Ja, bitte. Ja, eine neue. Gib mir am besten gleich zwei, dann brauche ich nicht nochmal anmachen. Zwei Stück. Ach ja, jedenfalls hässlich. Ja. By the way, merkt ihr eins, die können Kopfkarren per GPS orten. Das bringt jetzt den Karren auch zu orten. Boah, korrekt, danke dir. Fahren, ihr habt ja auch eine Hip-Hop-Zigarette gegeben. Ja, Mann, ich auch. Oh. Ich auch, ist er gerade gekommen? Also die Granger lassen sich gut fahren von den Cops. Ja. Ich glaube, er ist gerade erst hingekommen. Ich find den Buffalo ja, den Granger habe ich bisher immer nur in Reden angemacht. Ist so süß. Achso, und letztes Mal habe ich 25 Joints rausgeklaut aus dem Granger. Der ballert. Ach ja, falls ihr mal Joints sucht, also müsst ihr mal hinten beim Polizei auf den Hof gehen und gucken, ob da die Granger stehen. Da sind manchmal Joints drin oder so. Oh, was? Ja, die lassen die richtig oft offen. Oh Junge. Du weißt aber schon, wenn man etwas nimmt, was einem nicht gehört, dass das Diebstahl ist, ne? Ach, ja, Quatsch, aber vielleicht hat das mal mir gehört und die haben mir das geklaut. Hanna, wusstest du, dass Cops das auch nicht klauen? Und wenn man es raucht, ist es weg. Auch Sachen weg, die einem, die dir nicht gehören. Oh, da krieg ich glatt Kopfschmerzen. Ja. Gute Besserung. Was Ja, stimmt. Oh mein Gott. 10 Joints am Tag sind's. Hallo. Hat sie sich gerade. Hallo. Na. Hi. Warte, wenn ich jetzt einfach mal die arme Hanna ganz verschrägt. Ja. Wer bist du? Ich bin's, dein Albtraum. Darf ich den Albtraum schlagen? Nein, nein, gib mir einen Joint. Gib mir einen Joint. Das ging ja einfach. Hanna, ich hätte dich beschützt. Ja klar, du bist ja meine beste Freundin. Ne? Ja. Ich fahr auch kurz nach Hause. Okay, ciao. Ja. Okay, tschüss. Und sie wieder atmen, ey. So. Jetzt sind nur noch die Coolen hier. Und ich. Ey, du bist der Coolste von allen. Danke. Deine Haare sehen aus wie chinesische Inselnudeln. Ich mag das. Inseln? Wenn die gelb werden, ja. Was sind Inselnudeln? Inselnudeln. Entschuldigung, ich schwöre. Inselnudeln. Ich doch nicht, aber nicht Nuschel. Sehen die aus wie Inseln?